Meine lieben Freunde, heute erzähle ich euch eine Ritter- und Burgensage. Sie handelt von Menschen, die auf der abgegangenen Höhenburg Nordenberg lebten. Abgegangen heißt, man sieht heute keinen einzigen Mauerrest mehr. Diese Burg lag in Nordenberg, einem Ortsteil von Windelsbach bei Rothenburg ab der Tauber. Die Burg war von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis 1383 Sitz der Herren von Nordenberg, die kaiserliche Reichsküchenmeister waren. 1383 wurde die Burg wegen Überschuldung für 7000 Gulden an die Rothenburger verkauft. Ihr erinnert euch bestimmt an die Geschäftspolitik des großen Bürgermeisters Toppler in meinem gleichnamigen Video. Dieser Verkauf an Bürgerliche passte dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg gar nicht und es kam zu einer Fehde zwischen Rothenburg und Nürnberg. Schließlich riss König Rupprecht 1407 die Burg Nordenberg nieder. Diese Burg Nordenberg gibt es also schon lange Zeit nicht mehr, aber das Wirken der Menschen auf dieser Burg ist im Volksgedächtnis irgendwie hängen geblieben. Vor allem das Verschwinden der Burg gab dem Volk Rätsel auf, die es in folgender Sage festhielt. Einst gab es einen edlen Junker. Er hieß Jörg von Birkenfeld und er lernte auf der Burg Nordenberg das Reiten, Fechten, Schwimmen und Jagen, eben alle Künste, die ein Ritter damals beherrschen musste. Alle Burgbewohner mochten ihn, besonders gerne aber hatte ihn das Burgfräulein, genannt die Schön-Else. Jörg war gleichfalls in sie verliebt und fest entschlossen, sie zur Frau zu nehmen. Und wie glücklich war er, als der Burgherr seine Einwilligung zu dieser Ehe gab. Und alle freuten sich über dieses hübsche Paar. Schon bald sollte Hochzeit gefeiert werden, eine prächtigere Hochzeit, als es je zuvor auf Nordenberg gegeben hatte. Mitten aber in diese Hochzeitsvorbereitungen platzte eine Nachricht. Kaiser Rotbart war in Rothenburg und er forderte alle Ritter auf zum Kreuzzug gegen die Heiden im Heiligen Land. Auch zum Ritter Jörg sagte sein Vater, mein Sohn, du bist jetzt Ritter und du hast die Pflicht, mit dem Kaiser ins Heilige Land zu ziehen. Das ist unser Geschlecht dem Kaiser schuldig. Auch die Frauen waren nicht untätig. Sie nähten jedem Ritter ein rotes Kreuz auf den Rücken seines Mantels. Das war das Zeichen, das jeder bekam, der mit dem Kaiser ins Morgenland zog, um den Heiden die heiligen Stätten der Christen zu entreißen. Der Abschied von ihrem Jörg fiel Schön-Else besonders schwer. Und beide Brautleute schworen sich noch einmal Treue bis in den Tod hinein. Dann ging's in den Krieg. In der folgenden Zeit wurde es in der Burg sehr still. Keine Ritterspiele, keine prächtigen Feste mehr, keine Lieder, keine Tänze, keine Musik. Alle liefen herum mit den gleichen Sorgen im Kopf. Werden sie wieder heimkommen? Werden sie gesund wiederkehren? Wie lange dauert es wohl, bis wir sie wiedersehen werden? Da ritt eines Abends ein Fremder über die Zugbrücke in den Burghof. Er war jung und schön, groß gewachsen, ja, er sah sogar dem Junker Jörg ein bisschen ähnlich. Auch er konnte wie Jörg spannende Geschichten erzählen.
und er schlug eine wunderschöne Laute zu seinen Liedern. So gewann er alle Herzen, auch ihn hatten alle gern, besonders aber schön Else. Ich spring an diesem Ringe des Besten, so ich's kann, von hübschen Fräulein singe, als ich's gelernet han. Ich ritt durch fremde Lande, da sah ich mancher Hande, da ich die Fräulein fand, da ich die Fräulein fand. Eines Tages hielt er um ihre Hand an und da konnte sie nicht Nein sagen. Den Junker Jörg und ihr Versprechen vergaß sie einfach oder sie drückte es weg. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt? Soll ich wirklich auf ihn warten, bis ich alt und grau bin? Fragte sie sich immer wieder und beruhigte so ihr schlechtes Gewissen. Auch ihre Eltern, besonders ihr Vater, zweifelten stark daran, dass der Junker Jörg jemals wiederkommen würde, und deswegen waren auch sie einverstanden mit dieser Vermählung. Der Jörg aber hatte im Heiligen Land manch schweren Kampf zu bestehen, aber er lebte noch. Doch leider, während auf Nordenberg die größte Hochzeit aller Zeiten gefeiert wurde, starb er durch einen furchtbaren Schwerthieb eines Feindes. Sein letzter Gedanke war: Ich liebe meine schöne Else und sie liebt mich. Dann brachen ihm die Augen. Die Hochzeit auf Nordenberg wurde wie erwartet ein riesiges Fest. Das Festmahl, die Ritterspiele, die Reigen und Tänze, die Musik und die Ausgelassenheit der Gäste überboten einfach alles, was man bisher gesehen und erlebt hatte. Doch Schlag Mitternacht erschien plötzlich ein fremder Reiter, ein Kriegsmann mit Helm und Schwert. Er sah unheimlich aus mit seinen glühenden Augen hinter seinem Visier und er saß stocksteif im Sattel, als er in den Burghof ritt. Manchem Hochzeitsgast lief es schon kalt über den Rücken hinunter, andere aber blickten ihn nur neugierig an, wie halt die Menschen so sind. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er die Braut bei der Hand und führte sie in die Mitte des Saales. Er gab den Musikanten ein Zeichen. Es wurde ein wilder Tanz. Wie ein Wirbelwind drehte der Fremde die Braut im Kreis immer schneller und schneller. Er drückte sie so fest an seinen Brustpanzer, dass sie kaum noch atmen konnte. Seine Hände waren hart und kalt wie die eines Toten. Da wurde das Mädchen ohnmächtig. Die Fräulein von Franken, die sehe ich allzeit gern, nach ihnen stehen mein Gedanken, sie geben süßen Kern. Sie seien die feinsten Dirnen, wollt Gott, ich sollt ihm zwirnen, das Spinnen wollt ich lernen, das Spinnen wollt ich lernen. Plötzlich öffneten sich Türen und Fenster, und der fremde Tänzer wirbelte mit der Braut im Sturm hinaus und verschwand über Berge und Wälder. Die Gäste starrten den beiden mit offenen Mündern nach. Und von fern hörten sie eine dumpfe Stimme rufen: Ich hole die Braut mit Recht und Ehren, die Untreue soll keinem anderen gehören. Die Gäste verstanden. Sie verließen die Burg und sie mieden sie für immer. Nordenberg fiel in Trümmer und wurde nie mehr aufgebaut. Und noch heute glauben die Leute das Klagen und jämmerliche Weinen des untreuen Burgfräuleins zu hören, wenn der Wind durch die Ruinen weht.
Ich nehme an, dass das Volk damals von der riesigen Verschuldung der Burgherren von Nordenberg keine Ahnung hatte. Denn in den Fehden der großen Herren der damaligen Zeit ging diese Burg unter. Aber das Volk suchte einen Schuldigen und es fand ihn in der untreuen, schönen Else. Sie hatte sich mit dem Jörg versprochen, aber es kam zu keinem Vollzug der Ehe, denn der Jörg musste ja mit seinem Kaiser in diesen heiligen Krieg ziehen. Und dieser Krieg dauerte und dauerte und schön Else heiratete einen anderen. Sie brach ihr Versprechen. Und der Ritter Jörg fiel im Krieg, aber noch im Sterben beschwor er seine Liebe zu schön Else. Du gehörst mir. Und jetzt kommt der fantastische Teil der Sage. Der Ritter Jörg platzte als Geist mitten ins Festmahl. Und er entführte seine schön Else durchs Fenster über Berg und Tal. Die Untreue soll keinem anderen gehören. So denkt der Volksglaube. Er sagt, was einmal versprochen ist, bleibt für immer zusammen. Und er sagt weiter, wer sein Versprechen bricht, wird bestraft. Und folgerichtig, nach diesem Verhalten der schönen Else ruhte kein Segen mehr auf Nordenberg. Die Menschen mieden diese Burg und sie musste untergehen. So erzählt die Sage. Damit darf ich mich wieder verabschieden von euch. Ich wünsche euch alles Gute. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.